figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Schmuckstück eines Guide-Videos. Und zwar, heute geht es um eine Ice Queen, die weiß, was sie macht. Und das sehen wir heute hier, Freunde. Die Zauber sind eigentlich easy. Ranis dunkler Mond. Und noch anderen Stuff, wie die Eisklinge. Natürlich das zweitstärkste Zepter, weil wir ja nicht mehr MP-Verbrauch wollen. Oder FP hier genannt. Wie gesagt, auch wie bei allen anderen Builds, ihr solltet den Boss ein bisschen kennen. Für mich ist einfach der Riese so ein Nemesis. Weil der ist so, ja, teilweise unberechenbar. Und auch die Hitpunkte. Aber ihr seht schon. Und ja, es ist sein Bein. Da kriegt man automatisch mehr Schaden drauf, aber... Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Denn das ist natürlich nicht der einzige Boss, den ich so besiegt habe. Ihr braucht auf jeden Fall über die Rani-Quest zwei Talismane, beispielsweise Talismane falsch, ein Talisman und ein Kleidungsstück. Den Hut, den ich da aufhabe, ist nämlich von Ranis Questline, die Eiskönigin. Der Hut ist zwar scheiße, weil, naja, man sieht den Kopf gefühlt nicht. Aber egal. Das restliche Rüstungsset ist egal. Aber ich hoffe, ihr habt Zalabis Questline absolviert für den magischen Skorpion-Talisman, denn ist sonst scheiße. Warum ich das so oft gemacht habe, keine Ahnung. Wahrscheinlich wollte ich einfach nicht, dass der Zauber aufhört zu wirken, weil ich natürlich schon eine Weile brauche, bis ich wieder an seinem Scheißbein dran bin. Und hier wollte er mich dezent überrollen. Wie gesagt, ihr müsst wirklich ein bisschen das Moveset von diesem Typen auswendig lernen. Weil sonst bringt euch die ganze Stärke nichts. Es ist kein One-Shot-Ding, wo man über X-Buffs alles in die Knie zwingt. Solche Builds mache ich eigentlich auch nicht. Das Einzige, was ich da in der Richtung habe, ist das Blutbild. Aber das ist ja kein One-Shotter, sondern eher ein heftiges OP-Teil. Und hier seht ihr schon Adulas Mondklinge. Ist auch sehr geil. Warum Ranis dunkler Mond? Weil dieser den Gegner noch mehr schwächt, damit er noch mehr Schaden drückt. Mit eurer Magie. Ich weiß nicht, ob es auf alle Schadensquellen funktioniert, aber... Zumindest das, was es soll, macht es. Ich habe leider die abgespecktere Version, weil ich den magischen Talisman nicht habe. Jetzt habe ich einfach stärkere Zaubereien, aber auch okay soweit. Dafür ballert halt die Mondklinge etwa 300 Schadenspunkte weniger rein. Aber egal. Kann ich nicht ändern momentan. Außer jemand hat den Skorpion-Talisman on point und hat einen Cloud-Speicher, wo er zuerst alles in den Cloud-Speicher hochlädt, mir dann schickt und dann kann er es wieder runterladen und ja. Ja. Und ihr seht auch, es wurde schon richtig knapp, weil, ja,
ich den Boss halt nicht auswendig kenne mit dem Dodgen, weil sonst wäre das Spiel mit diesem Set machbar. Und hier hätte ich noch fast verloren. Aber nicht mit der Ice Cream. Ja. Dann haben wir hier noch natürlich Placido 6. Hier habe ich den Trank reingeschmissen, um die Ausdauer von diesem Typen noch mehr zu brechen und mehr magischen Schaden für kurze Zeit zu machen. Hier habe ich den Ranis Mund verpatzt am Anfang und jetzt bekomme ich die Quittung dafür. Jetzt mache ich aber trotzdem mehr Schaden, das heißt, let's go. Wenn ich treffen würde, ne? Und hier habe ich natürlich auf den Schwanz gezielt, weil, ja, das hätte zwar eigentlich voll getroffen, aber ist okay. Dann bin ich halt hier an die Seite ran, wo es mich schon wieder erwischt hat. Und dann habe ich ihn einfach von hinten ein bisschen traktiert. Leider musste ich ab hier schon einen Kollegen rufen, weil, wie gesagt, entweder kennst du das Moveset von diesem Drachen, kannst was machen dagegen, also ich brauche nicht den Mimic, nur mal gerade eben so für keines meiner Builds. Ich wollte einfach lediglich rein Blut haben, rein Magie, rein die Werte, die ich natürlich vermitteln möchte. Wenn ich dann jetzt noch einen Teach rufen würde, ne, außer, glaube ich, hier habe ich sogar einen Teach gerufen, weil er mir auf den Sack ging. Aber in der Regel benutze ich immer Mimic, damit, wie gesagt, das Bild nicht verfälscht wird an sich. Jetzt, wen rufe ich gerade? Ja, ich rufe Teach. Weil es mir sicherer war, ihn so zu killen. Ja, aber wie gesagt, nötig wäre es gar nicht. Ich hätte auch wirklich, wie gesagt, nur Mimic rufen können oder beispielsweise auch eine Qualle oder so. Ich brauche einfach was, das ablenkt, damit ich den Schaden raushaue, ne? Und hier hat es mich aus irgendwelchen juckt mich nicht Gründen erwischt, aber zum Glück, das Schwert Adulas Mondklinge ist einfach wirklich sowas von fucking nice. Hätte ich nicht gedacht. Na? Wow, ich stehe sogar hier noch richtig, finde ich cool, weil ich brauche irgendwie ein Thumbnail. Oh Mann. Und hier Mock, das war komplett lost. Ohne Scheiß, an dem bin ich. Er ist nicht schwierig. Das Problem ist halt einfach seine zweite Phase, ne? Sobald ihr drei Ringe um euch habt, ist einfach vorbei. Deswegen habe ich direkt Mimic geholt. Wie gesagt, eigentlich mache ich das so. Hier habe ich den Mond komplett verkackt wieder. Weil, ja, ohne Scheiß. Ich glaube, das ist so gar nicht mal der richtige Try, ne? Ja, das hier ist dann der richtige Try. Hier habe ich mich zuerst gebufft, dann die Mimic geholt, in der Hoffnung, dass Mimic auch den Buff hat. Und ja, ich glaube, sie hat den Buff. Und hier immer nach links durchdodgen, wenn ihr könnt. So, an ihm vorbei. Und ihr seht schon den brachialen Damage nach diesem Mond, ne? Und hier dagegen heilen. Drei Tränke braucht ihr. Und dann einfach weiter drauf.
Und hier werde ich nochmal einen Mond drauf casten. Damit er einfach wieder mehr Schaden kriegt. Und hier war es mir sicher, sogar nochmal einen Mond drauf zu casten. Hab dann das Schwert nochmal aktiviert, falls ich ja, wie gesagt, eventuell unterbrochen werden könnte, wenn ich da nicht... Und da hat sie mich gerade gerettet, ehrlich gesagt. Weil das hätte jetzt auch scheiße ausgehen können. Aber alles nur mit Eisfähigkeiten, ne? Ja, schade, musste ich Placido 6 verfälschen, aber ist okay. Und hier habe ich, glaube ich, gar nichts zugeschnitten, denn hier sind wir auch gerade noch mitten am Werk, aber der Kampf ging viel zu kurz. Hier fresse ich direkt einen Trank, hole die Mimik wieder. Am besten ist es wirklich, wenn ihr das erste Mal bei ihm seid, dann quatscht er noch ein bisschen, lässt euch noch mehr Freiraum. Und jetzt kommt die Mimik-Tier. So, und jetzt wird es mal ein bisschen hässlich. Zuerst mal natürlich Ranis Dunkler Mond, ist immer dasselbe Setup. Und ja, gut, wenn ich den Scheiß aktiviert hätte, ne? Tja. Seit wann ist die Mimik so durchsichtig? So, und ihr habt gesehen, richtig viel Damage. Und jetzt wird es ja noch paradoxer, ne? Habt ihr gewusst, dass der Bestien-Kleriker das, ne, ihr seht gerade, die Stamina-Haltung übergibt an Malekith? Deswegen ist er mir direkt zu Boden gegangen. Und ich hatte es wirklich easy, ich hätte sie nicht mal richtig gebraucht, außer für den besten Kleriker vielleicht. Und ja, jetzt könnt ihr damit wirklich selbst versuchen, na, was zu reißen. Ich mach mal hier noch, falls das andere Bild nicht schön genug ist. So, das ist noch eine schöne Hexe vom Schwarzen Walde oder so. So, Nahaufnahme definitiv on point. Vielleicht noch ohne HUD, wäre auch noch schön. HUD aus. Bro. So. Weil dann haben wir instant ein richtig geiles Bild dafür. Ja, also was braucht ihr, Freunde? Wir gehen mal die Waffen durch. Dunkelmond, Großschwert 10. Karianisches königliches Zepter, das Beste und auch einer Königin würdig. Das zweitbeste Zauberstäbchen, was es gibt hier. Hab natürlich den Rest abgeworfen, weil unnötiger Stuff. Hier, wie gesagt, Hut der Schneehexe ist das 0 plus Ultra. Und ihr seht hier die Rüstung der schwarzen Klingen. Ich glaube, bekommt man das auch bei dem, wenn man Teach hier besiegt. Denn hier vorne bekommt man es mit dem zu tun. Aber Angabe auf keinen definitiv, weil hier kriegt ihr dann auch die schwarze Klinge. Die da, schwarze Messer. Deswegen könnte sein. Dazu habe ich einfach noch Malekiths Stulpen und Malekiths Beinschutz genommen, weil es halt sehr stimmig ist zum Rüstung der schwarzen Klingen. Und sonst wüsste ich jetzt nicht, was so dazu passt. Hier habe ich natürlich genommen Götzenschule Talisman, verstärkt die Wirkung von Zaubereien. Götzenmasse Talisman, verstärkt die Wirkung von Zaubereien deutlich. Dann habe ich Godfrey's Ikone und Scherbe von Alexander. Klar könnt ihr das alles selbst irgendwie holen, definitiv, oder googeln. Ich zeige euch aber eine Sache, die, weil ihr habt ja sicher das Ganze nicht, ne?
so wie ich es nicht hatte, und zwar eben der magische Skorpion-Talisman. Und naja, den kann man ganz easy holen. Denn wenn ihr hier den Wolf besiegt habt, einfach hier zurückrennen. Hier ist zuerst eine Mauer noch, das ist eine Illusion Wall. Habt ihr hier dazu erstmal hinten dran noch einen Steinschwertschlüssel und hier glaube ich Komet. Dann geht ihr hier hoch und passt auf, direkt wenn ihr das Item hier hinten aufgenommen habt, na, werdet ihr in den Kampf kommen. Deswegen am besten einfach umdrehen und gehen. Von diesen Töpfen werdet ihr angegriffen. Und zwar das Item ist dann hier. Ah, guckt, sie gehen schon. Dann kommt ihr hier wieder raus. Waren die jetzt gar keine Schnitte? Ja. Was fehlt euch jetzt noch? Also, was braucht ihr noch, was ihr googeln könnt oder vielleicht auch schon habt? Wie wäre es mit den Zaubern? Und zwar hier eben Ranis dunkler Mond. Ich glaube, die kriegt man im Verlauf der Rani-Quest. Schimmerstein Eisbrocken und Adulas Mondklinge. Eisbrocken ist einfach ein richtig schnell castender Zauber, den der Eisschaden halt macht und der auch sogar Stamina bricht. Also richtig cool, richtig overpowered. Dann Haltung, also verstärkt kurze magische Angriffe und erleichtert es Angriffen, die Haltung des Gegners zu brechen. Als ihr es sowieso schon tut. Also, und was braucht ihr natürlich dann auch noch? Ihr seht schon die Werte, Status. Das sind nicht die Originalzahlen natürlich, denn ihr könnt es mit etwa 150 schon machen. Ich muss das nur kurz schnell machen. Und zwar hier gehe ich mal kurz auf Google, auf YouTube. Gehe mir hier schnell die Stats angucken von der Ice Queen, kann man sagen. Und dann wisst ihr auch schon, was ihr regulär pushen müsst. So. Und zwar braucht ihr bei Kraft 50. Na, da habe ich auch 10 mehr. Bei Geist nur 25, Kondition 27. Stärke könnt ihr auf 16 machen. Geschick auf 13. Weisheit auf 80. Glaube 8. Arkanenergie ist bei ihm auf 18. Einfach der kleinste Wert, ne? Es kommt halt auf den Start an, wie ihr angefangen habt. Wenn ihr einen Samurai gewählt habt, seid ihr natürlich am besten dran für einen Krieger, aber dafür habt ihr halt weniger in Weisheit, ne? Oder eben Glaube oder Arkane, ne? Das ist einfach mein Bild mit 268 Stufen, so. Mit 150, also beispielsweise Stufe 160, habt ihr dann das Bild. Und seid komplett competitive, was ich euch gerade erzählt habe. Wie gesagt, nochmal zum Durchgehen. Kraft 50, Geist 25, Kondition 27, Stärke 16, Geschick 15, Weisheit 80, Glaube 8 und Arcane Energie hat er auf 18 gehabt. Shoutout geht in dem Falle hier auch an Danilo raus, sofern er genauso heißt. Don Julio, sorry. Dann habe ich es immer falsch gelesen. Das Bild ist auch schon etwa einen Monat alt. Habe ich erst jetzt gefunden, weil ich gerade ein bisschen am Rumexperimentieren bin und ein richtig geiles Eisbild noch für das aktuellste Update brauchte. Und ich habe es jetzt ausgetestet. Definitiv gut, sogar besser als, wie gesagt, die meisten Builds, zum Beispiel auch das Heiligenbild, das kommt gar nicht mal gegen Malekith an. Also selbst wenn ich da Mimic oder Teach mitspiele, ich sterbe eher als Teach. Also das heißt schon viel, ne? Ja. Und alle die ich euch präsentiere, ne, die, also mit dem könnt ihr eigentlich jeden Boss besiegen.
Ihr braucht zum Teil vielleicht eine Ablenkung. Ja, das mag sein, aber ihr könnt es wenigstens versuchen. Na, tölö. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding.